Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Downfall. Ja, wir befinden uns jetzt hier in der vierten Etage. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob wir eigentlich hier schon sein sollten, aber nun gut, es hat uns hierhin verschlagen. Wir haben hier einmal das nette Zimmer 666 und dann geht's hier zum Büro der Managerin. Ich glaube, ich lasse das erstmal noch. Ich glaube, ich habe so ein ungutes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, hier sollten wir noch nicht sein. Möglicherweise wäre das jetzt hier keine gute Idee. Und da wir sowieso noch Dinge zu tun haben. Ganz kurz, wir müssen den Sound nachregeln. Würde ich sagen, kümmern wir uns erst einmal um die Geschichte mit der Zigarette. Ist einfach mal so eine Idee. Und dann gibt es ja auch noch dieses komische Bild, wo wir da diese Dame blenden sollen. Und wir haben auch immer noch dieses Rätsel mit dem Gashebel. Da habe ich mir die letzte Aufnahme mal angeguckt und es ist tatsächlich so, der hat sich von selbst bewegt. Auf der anderen Seite liegt ja da diese komische Leiche und so wie wir das Spiel hier kennen, könnte es durchaus sein, dass die Leiche da vielleicht irgendwas mit zu tun hat. So, ja, jetzt ist die Frage. Sollen wir ihm erst die Zigaretten geben oder kümmern wir uns erst um das Bild? Ich glaube, ich gebe mir erstmal die Zigaretten. Hier steht groß No Smoking. Also ganz nebenbei bemerkt. Okay. Ich mach mal Folgendes. Ihr kennt das von mir jetzt mittlerweile schon. Sicher ist sicher. So. Dann reden wir jetzt mal mit dem netten Herrn. Hey, you wouldn't have a cigarette, would you? I'm all out and I'm fucking dying for a smoke. Das könnte man arrangieren mit dem Sterben und so. Zigaretten. Moment mal, Klebeband, weil ich habe ja sonst weiter nichts. Könnte man mit dem Klebeband die Augen der besagten Person dazu, ich meine, das Bild verbrennen, ne? Also von wegen Blenden und so. Würde wahrscheinlich nicht unbedingt so die richtige Lösung der ganzen Geschichte sein, aber mit dem Klebeband könnte man doch da Dinge versuchen. Okay, ich probiere erstmal das hier, ihm hier die Zigaretten zu geben. Cigarette? Oh, fuck yeah. Hey man, you can't smoke here. See that sign? Are you for real? Who gives a shit? Look. You'll just trigger off the fire alarms and the sprinklers. Do we really want to get drenched? Well, that would ruin my hair. There's a bathroom just there. Go smoke in the bathroom. Now that's a great idea. Bin ich auch. Laters. Ja, das sollten wir uns jetzt mal nur drum kümmern, dass der da ne A bleibt und B wir die Chance bekommen, Dinge zu tun. So, okay, wenn wir gerade mal hier sind und ich gerade mal so diese Idee hatte, hier von wegen dieser, weil ich wüsste jetzt so auf der Schnelle nichts anderes zu machen mit den anderen Dingen hier, das bringt alles nichts und selber Feuer haben wir nicht und das Einzige, was wir hier haben, ist dieses Klebeband. Sollte man das vielleicht benutzen? Sehr gut. Oh! Es geschehen hier Dinge. Gut, ist ja gerade selber gespeichert. Gebiet das wieder am Start. Ist das hier vorne? Sind das Koffer? Oder was soll das sein? Ich kann das nicht neu erkennen. Das sieht irgendwie aus sehr, sehr, sehr. Doch, das scheint Koffer zu sein. So diese Rollis. Interessant. Ein riesiger Kronleuchter. Kronleuchter.
Ihr wisst genau, was jetzt passiert. So, wir hätten hier eine Tür. Hier war, glaube ich, nee, das war nur dieser Bilderrahmen und hier ist uns weiter nichts. Dann benutzen wir doch einfach mal diese Tür und betreten den Raum dahinter. Nett ist jetzt nicht unbedingt das Wort, was mir hierfür einfallen würde. Ja, super. Sophie, hast du prima gemacht. Agnes mal. So, da bin ich wieder. So. Hier haben wir eine Flasche. Untersuchen. Eine Flasche Gin. Nicht wirklich mein Getränk der Wahl. Ja gut, du musst es ja nicht trinken, aber nehmen würde ich es trotzdem. Immer alles einsacken, was nicht nied- und nagelfest ist. Sehr schönes Bild von der Dame da im Hintergrund. Gefällt mir. Gemälde. Untersuchen. Kenne ich diese Frau? Nein, unmöglich. Also seine Frau ist es bestimmt nicht, oder? Also könnte ich mir jetzt so nicht vorstellen. Aber die würde er wiedererkennen. So, hier haben wir eine nette Leiche. Die untersuchen wir erstmal. Also deshalb kam er nie zurück. Ach, das ist der Doktor, um Gottes Willen, Dr. Frankenstein oder Dr. Seth, je nachdem. Ach Gottchen, der Arme. Ja, dann ich nehme mal die Säge. Das ist überraschend. Also dieses Ende hätte ich ihm jetzt doch nicht gewünscht, weil er war ja eigentlich war er ja nett. Er hat hier, ne? Agnes hat er wieder zum Leben erweckt. Ja, und dann muss der so abtreten. Das ist nicht schön. Kann ich mit dem... Nee, also außer diese komische Bemerkung bekomme ich hier weiter nichts. Ja, Gin und Kreissäge. Und nu? Hey, wieso ist der nicht hier? Wegen Rauchen und so? Der steht jetzt wieder hier. Ja gut, ich lasse den mal da stehen. Komisch. Ich betrete mal den Fahrstuhl. So, jetzt ist die Frage. Ab in die vierte. Glaube ich, müsste in die erste Etage und kommt von da aus dann in den Keller, ne? Wenn das richtig war. Mein Gott. Oder vertue ich mich da gerade? Nee, gar nicht wahr. Oder nur halb wahr. Moment mal, ich gehe mal kurz weiter. Ich kann ja auch die Treppe benutzen. Wie? Nein. Hä? Ich will gar nicht hier. Ich will einfach nur runter. Genau, das war mein Begehr. Genau, die war ja der Kellerzugang war ja so auf halber Höhe, wenn man so will. Bin ich hier richtig? Ach ja, genau, da ging ja diese Stufen runter. So, hier ist der Schalter für die Gas. What is that supposed to mean? Well, I did take something from him. What? You don't want to know. Can you give it back? No, but now he's being a bitch about it. But isn't he dead? Somehow, it didn't stop him from pulling that lever back. And I've got a feeling he'll do it again and again. So, if you can't give him what he wants, then maybe we can bring him something else instead. Yeah. Let's look around for a replacement. Ein Moment.
Interessant. Moment. Genau, das war ja sein Gehirn, das jetzt in Agnes Kopf ist. Einen Ersatz. Sagte Agnes nicht, dass das Gehirn eines Schweins ähnlich dem eines Menschen ist? Ich meine, was haben wir zu verlieren? Probieren wir es doch einfach mal aus. Was soll schon passieren? Vor allen Dingen, wenn es ihn davon abhält, gewisse Dinge zu tun, ne? Dann würde ich nur sagen, machen wir das einfach mal. In die Küche. Hallo, mein Freund. Es ist wohl tot oder schläft nur. Es ist mit Sicherheit, es ist sowas von tot. Wir können dem eigentlich nichts mehr Böses tun. So, wir haben doch da ein gewisses Utensil, das wir jetzt benutzen können. Das Geräusch von vorhin, das war einfach nur die Ziege. Es ist, war nicht das Schwein. Ja, das muss man. Mit? Nein. Gehirn. So. Untersuchen. Es sieht eben aus wie ein menschliches Gehirn. Mhm. Dann nehmen wir es mal auf. Ja, wieder eine nette Sauerei gemacht. Sonst kann ich hier weiter nichts machen. Ne? Irgendwie mit dem Kühlschrank kann ich nicht interagieren. Nein. War jetzt nur so eine Idee. Ja. Dann schauen wir doch mal, dass wir das Gehirn entsprechend platziert bekommen. Nein. Eieieiei. So, Hochgehirn. Da klafft ein riesiges Loch, wo einst sein Gehirn war. Agnes oder Agnes kann es besser gebrauchen. Ich kann es nicht zurückgeben. Aber vielleicht kann ich ein anderes Gehirn auftreiben. Das ist die Idee gewesen. Schweinehirn. Benutzen. There. I've brought it back. Naja. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das der richtige Ersatz ist, aber nun gut. So, dann ziehen wir mal wieder an den Hebel. I've switched it on. Und ich hoffe, dass der Kollege da jetzt zufrieden ist und nicht wieder da an irgendwelchen Hebeln rumzieht, wo er nichts zu ziehen hat. Okay, sonst kann ich hier, glaube ich, weiter nichts machen. Nö. Ich meine, da sitzt irgendwie dieser komische Typ oder was auch immer das sein soll, in der Gegend rum. Und, ja.
Nichts Genaues weiß man nicht. Da ist nichts. Mit der Jacke kann ich da irgendwie nicht interagieren, falls ich das nicht schon mal gemacht habe. Weiß es gar nicht mehr. Gut, wir haben das Problemchen mit dem Gas jetzt erstmal wohl erledigt. Jetzt ist die Frage, muss ich mit dem Knaben da wieder sprechen oder ich weiß es nicht. Ich fahre mal nochmal in die dritte Etage. Ob das jetzt richtig ist, keine Ahnung. Hey, you wouldn't have a cigarette, would you? I'm all out and I'm fucking dying for a smoke. Sehr gut. Do you want another one? Why the fuck not? I know. This lady doesn't like the smoke. Genau. Ja, dann geh du mal ein Zimmer weiter. I'll be right back. Ich bin mir da nicht so sicher. Sollten wir hier bleiben? Es ist nichts passiert. Moment. Möglicherweise muss ich erstmal hier rein oder. Ach so, ich muss jetzt den Gasherd wieder anstellen. So. Is this gas I smell? Nein. Don't worry. I've got it under control. Okay. Ich hoffe mal. So wie das aussieht, hat der liebe Kollege da unten jetzt seinen Frieden gefunden und spielt nicht an irgendwelchen Hebeln rum. Hey, you wouldn't have a cigarette, would you? Oh, aber jede Menge. I'm fucking dying for a smoke. Oh, das mach mal. Ja, Zigaretten, da sind sie. Do you want another one? Why the fuck not? I know. This lady doesn't like the smoke. Ja. Wir wünschen viel Spaß. Rauchen ist gesund. Right back. Sollten wir hier bleiben? Wo will denn Agnes hin? Dass wir es nicht eigentlich Bumm machen müssen oder jetzt macht's Bumm. Hey. Den hat's zerrissen. Joe. Wahrlich, führt Rauchen zum Tod, wie man sagt. Wenigstens hat er sich mit einem großen Knall verabschiedet. Jetzt ist er nur noch zur Hälfte der Mann, der eins war. Now he's half the man he used to be. Shut up, Joe. Just shut up. Komm, der war lustig. Okay, wir gehen mal kurz hier rein. Oh. Ein gewisser Spiegel ist weiterhin Schaden genommen. Well done, Joe. I hope you're happy now. Ja. I had to do this. Yeah. I know. But did I tell you I'm allergic to human intestines splattered all around me? You are? Just do what you gotta do and tell me when we're out of here. And stay close, please? Kein Problem.
So, kann ich denn... Hey, Mensch, Mädel, pass auf, wo du hingehst. Regnet's alles gut? You all right? No, I'm not all right. Ja. I tripped over some legs. Harrison, always an asshole. Even after dinner. I don't really want to talk about it. Let's just go. Ja. Gut. Ein Gewehr liegt hier nicht zufälligerweise rum. Hätte ich mal sein können. Mind your head, Agnes. Ouch! Heute war auch ein Pech. It depends. It depends? Kommt darauf an, was man, was man darunter versteht. It depends on how you feel about severed human heads. Not that good, to be perfectly honest. Then keep your eyes shut. We're almost done here. Ich glaube, ich nehme mal diesen Menschenkopf prüfen. Wo steht? Ein Rezept. Ja, logisch. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Untersuchen. Ein verrotteter Menschenkopf erscheint genau in meine Richtung zu schauen. Ja, das kann man so sehen, dass das so ist. Rezept nehmen. What? Eat me? Nein. Iss mich. Ja. Nein, danke. Ja, eben. Das sehe ich auch so. Rezept habe ich genommen. Ich nehme mal den Kopf mit. Das ist verrückt, aber diese eingeritzte Nachricht im Kopf. Ich habe das Gefühl, ich sollte ihn für irgendetwas gebrauchen. Ich sag nur Küche. You're still not looking, are you? Why? Is it okay to look now? Nein. No. No. Nothing to see here. Nothing at all. Genau. Und ganz schnell den Kopf. Ja, neuer Gegenstand verfügbar. Dann, jetzt kann Agnes wieder gucken. Alles wieder gut. So, okay. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmerunde wieder, in der nächsten Folge, und schauen mal, was sich hinter diesem Loch da verbirgt und was das mit diesem Rezept auf sich hat und ja, wie wir halt die Möglichkeit haben, die letzte Inkarnation von Sophie zu erlösen, wie auch immer. Bis dahin, wie immer, alles Gute und genießt den Tag. Verliert dich den Kopf.